Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sie hören die Sendung in deutscher Sprache des Temeswarer Rundfunks. Und auch heute haben wir etwas Spannendes für Sie aus dem Banat, aus dem Westen Rumäniens. Die Kirschwein natürlich, das war immer fest, da sind die Bäume geweißelt oder gestrichen worden, oder wie man schon sagt, und dann ist Kuchen gebacken worden und es war immer ein Ereignis. Mir in meiner Familie bis zum heutigen Tag mit unseren Kindern, wenn wir in unserem Haus sind oder wenn wir auch unterwegs sind und nur wir miteinander reden, reden immer noch Schwäbisch. So wie ein Zuhause soll's wieder sein. Mit dem vertrauten Grüßen aus dem fernen Heimatland
Für mich ist Königshof etwas Besonderes und fühle mich als Königshofer, wenn auch nicht dort geboren, aber über 60 Jahre Königshof erlebt und mit den Menschen mitgelebt. Es freut mich immer, wenn wir aufs Kinnisäfer treffen kennenkommen. Weil es ist eh nicht mehr lang und solange das noch gemacht wird, sind wir immer dabei. Und das ist doch schön. Aber das war so die schönste Zeit des Jahres, die Kerwe bei uns. So habe ich hier die Königshöfe in Erinnerung, mit ein freundliches Volk, ein fleißiges Volk, ein sauberes Volk. Hallo, ich bin der Martin, bin ein waschechter Königshofer. Für mich das schönste Ereignis in Rumänien, im Königshof, war meine Kindheit. Heint zu Tag war ich, aber erst seit ich mal dort auf Besuch war, nachdem ich schon wirklich über 30 Jahre in Deutschland war, wie schön Königshof ist, wie schön die Landschaft rundherum ist. Ich stelle mir vor, ich kenne es bei Nord jetzt nicht ganz so gut, ich stelle mir vor, dass es kein zweiter Ort im Nord gibt, der eine so schöne Lage hat. So schön, Leid, mit dem spitzen Kirchturm, mit den Berge im Hintergrund, mit dem Wald, der Bergsaugrove. Also es ist wirklich ein einmaliges Dorf. Thank you.
die Schläfe, die bei uns geblieht haben, den Duft, den habe ich heute noch in der Nase. Und das würde ich gerne noch mal riechen. Irgendwo auf der Welt, wenn ich irgendwo mal sinn und den Duft rieche, dann erinnere ich mich an Königshof. Kirchweih, ich war viermal dabei, zweimal Mehlsäckel, weil ich ja der Jüngste war, aber es war eine schöne, tolle Zeit. Und die kommt nie mehr, die Zeit. Es ist halt so, was kann man tun, was kann man machen. Und jetzt ist es schön, wenn man sich mal trifft, man sieht, wie die Leute alle älter werden. Die Jungen kommen nicht, weil sie niemanden kennen. Unser Schicksal. Das Allerwertvollste ist die Heimat an sich, die Landschaft und die Gemeinschaft. Das miteinander leben, ohne der andere zu unterstützen, ohne dem anderen zu helfen, ohne vor der anderen tot zu sein, das ist das Wertvollste, was wir verloren haben. Ich habe alles machen können, was ich wolle. Also eine Kindheit erlebt, die einfach schöner nicht sein könnte. Und das, ja, manchmal ist man als gerührt. Und ich bin eigentlich auch dankbar, dass ich so gute Freundinnen dort gefunden habe. Und die Freundschaft hält also zurzeit immer noch an. Und das ist halt schon was Wunderbares, weil Freunde kann man nicht kaufen, die hat man einfach. Eine schöne Begebenheit kann ich noch erzählen von Königshof. Und zwar bin ich ganz gern, wenn so kurz vor 12 war oder Obert vor dem Obert leider, in die Kirche gegangen, weil beim Pfarrer Sirena, da haben wir leider dürfen. Und da ist der Pfarrer mit uns rübergegangen in die Kirche und hat uns leider gelost. Naja,
das ist ja ein paar Mal gut gegangen, ein paar Mal runterziehen, so an dem Strick. Aber später dann ist es jetzt immer schwerer gefallen, weil es einfach nicht ganz so einfach war. Und der Pfarrer hat gesagt, Mädel, nicht bimmeln, nicht bimmeln, Mädel, zieh, das ist Leid. Ja, das fand ich also so schön. Ne? Aus Königshof. So war es in der Schule. Wir waren ja froh, dass wir gute Noten hatten. Und dann wollten wir gerne was weiterlernen. Ein Junge hat immer gesagt, ich werde Arzt. Und dann haben wir immer ein bisschen gemobbt. Ja, und was war? Er hat dann Zahnarzt gelernt. Und ich bekam die ersten Zähne, wo ich mitgemobbt ihn habe. Musste aber nichts bezahlen. Es hat nur mir ein Zahn gefehlt. Aber er hat sich gefreut, mir die ersten Zähne dann zu machen. Aber jetzt ist er auch schon verstorben. Ja, und jetzt sind wir nur mehr ganz wenige von unserer Klasse. Hallo, ich bin zweimal Nefi. Und ich bin der Bubi. Kannst du dich noch erinnern, wie wir waren in der dritten Klasse? Pionier sind wir. Und dann bist du noch Mittag zu uns gekommen. Ich habe Hausaufgaben gemacht. Und dann bin ich aufgestanden und gesagt, salut, war ja der Pionier. Stolz waren wir, dass wir Pioniere sind. Und was habe ich gesagt? Weiß ich nicht mehr. Ich habe vielleicht so gemacht. Du hast genau auch so gemacht. Ja. Ja. Wirst du auch gesagt haben, so laut bei dir. Außer nichts ist ja nichts passiert bei uns, so den Kindern so viel. Ja. Ne? Und dann haben wir uns auf so Kleinigkeit gefreut. Ja, sorry. Das und jetzt, was sollst du mir noch erzählen? Na, wo wir waren immer Rauf und Gendarm gespielt. Rauf und Gendarm haben wir auch gespielt. Ja. Wir waren viel immer dort hinter den Gärten rumgelaufen. Wir haben schon viel dort oben gespielt. Ich mit den Buben. Ja, es war ja so, dass wir eine sehr schöne Kindheit gehabt haben. Ja. Aber ja. Wirklich, ich kann sie nicht vergessen. Nee, es war schön. Ich bin noch dort hingegangen, wenn ich Hunger gehabt habe, zu meinem Otter. Und dann habe ich die zweite Wahl gehabt daheim. Wo es mir besser geschmeckt hat, dort bin ich hin. Hingegangen. Ja. Ja. Ja, es war schön. War schön. Es ist alles vorbei. Wie hat unser Lehrer geheißen? Knebel? Der Knebellehrer haben wir. Und der haben wir alle vier Klassen gehabt? Wir haben, ja. Ich bin ja. Nein, in der ersten Klasse haben wir die Bauer gehabt. Ach so. Die Bauer. Und dann sind wir in der zweiten Klasse der Knebel gehabt. Und dann haben wir dann 3 Jahre gehabt. Er stand ganz allein, ein kleines Mädchen in einem Stein. Mein blonder Pferd, bring mich hier vor, bring mich zu meinem lieben alten Heimat. Wenn man so zurückdenkt, dann doch eine schöne Kindheit gehabt. Ich will sagen, weil wir hatten, sagen wir mal, dieses große Rundherum von Kinnisow, die Hügel, die Weingärten,
Warst du auch Melonen stehlen und Trauben? Warum haben wir es gemacht? Melonen. Warum haben wir es gemacht? Es gab doch nichts aus, zu kaufen. Aus Langweil. Aus und Langweil, so. Nein, wir haben doch gar keine Melonen. Wir haben auch im Garten gehabt, aber aus Langweil hat man das. Und in der Kollektiv im Kukurzgedorf hat die Wildtauben gefangen. Ja, wie Kukurz drin war, aber waren die Tauben, die Wildtauben. Ja, ja. Wie viele Tauben haben wir da gefangen? Auf jeden Fall. Ja, und der Engel Richard Schott, dass er schon nicht mehr da ist, der hat auch mit uns viel Schabernack getrieben, ja, dort. Das kann ich mich jetzt nicht so erinnern, aber... Doch, der Richard war immer dabei. Ja, ja. Aber ich kann mich an die Sachen nicht mehr erinnern, was wir gemacht haben. Ja. Aber das freut Kukurs mich sehr, dass... Und auf dem, wo sie Holz Bretter geschnitten haben, ja. Mit dem Weg dort hin und her gefahren, was so gefährlich war, hat genau eine Runde fallen auf der Schiene dort, das war doch gefährlich. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Ja, ich war mal wieder in der Ferien in Kennisow und meine Oma hat gesagt, heute gehen wir mal auf Charlottenborisch. Sie hat Verwandte noch gehabt in Charlottenborisch und ich habe neue weiße Tennisschuhe gehabt. Und habe ich gedacht, die müssen noch ein bisschen schöner sein und haben sie mit Kreid weiß gemacht. Ne? Und wir sind dann auf Charlottenborisch gegangen. Ja, es war Sommer, es war Staub auf der Straße und wir kommen in Charlottenborisch an, das war ja nicht gar so weit, also für mich als Kind war es schon recht weit, aber naja, heutzutage, wenn ich es nochmal gehen müsste, das ist ganz nächst. Ja, wir kommen dort an und was war? Die waren voller Staub, die waren nur noch grau oder ein bisschen braun. Aber ich habe mir so weiße Tennisschuhe an. Hörst du die Motoren? Hörst du ihre Klang? Es klingt in die Ohren, die Heimat ist da. Fahr mit mir zum Heim. Fahr mit mir zum Heim. Bring mich zu meinem Leben. Hallo miteinander, hallo alle zusammen, liebe Kindeshelfer, jetzt haben wir noch eine große Aufgabe. Nochmal herzlich willkommen alle neu hinzugekommenen, alle sind herzlich willkommen und wir freuen uns, dass heute wirklich der Saal voll ist. Der Ludwig hat gesagt, wie kommt es, oder der Herbert hat gesagt, Reklame in der Banater Post. Aber ich meine, die Mundpropaganda ist noch viel wichtiger. Wir sind leider ein bisschen spät, weil wir haben noch abwarten wollen, wie vielleicht kommen, sind schon zwei Personen jetzt an dieser Hohen, weil es nicht gut gegangen ist. Und zwar geht es jetzt um die Ehrung unserer Senioren. Ich will nicht sagen, die Alter. Das Problem ist, wir sind alle noch so jung, wir haben jetzt so viel Alter gefunden. Also, in erster Linie haben wir eine 90-jährige Frau Katharina Zöllner, meine Mami. Einmal kurz aufstehen vielleicht, ne? Du musst einmal winken zum Bubi. Dann haben wir Frau Heckmüller Katharina, 87, wenn ich richtig informiert bin. Man kann es ja nicht glauben. Gute auch ihr. Und jetzt haben wir
eine 85-Jährige, die bei Strock erschienen ist, unsere Ehrenvorsitzende Frau Katharina Pfeifau. Alles Gute und nochmal danke für alles. Und jetzt haben wir noch Krebs Anna, das eigentlich, ne? Das Mattis Noni. Und es hat ja vorhin immer gesagt, ich bin noch nicht ganz 80 vor 4 Jahren. Jetzt ist es schon 83, gell? So schnell geht es. Alles Gute! Die Webers Marian Post und das Reis, Theresias Krebsreis, sie haben mir gesagt, es ist mir nicht so gut gegangen. Denen schickt das Skriptkart, ist so nett, wie es ist, und hilfsbereit die Schokolade hinterher noch auf Ingolstadt ins Altenheim. Dann freuen sie sich auch. Alles Gute denen auch. In erster Linie darf ich gratulieren, Herr Dr. Platt, als einziger Mann hier über 80 und so jung, jugendlich. Alles Gute. Und haben wir noch zwei jugendliche Männer gefunden, die was noch nicht 80 sind, aber sie haben sich bereit erklärt, das anzuholen, unsere Ehrung. Der Kniesel Alfred mit 79 und der Reza Hansi da vorne mit 79. Alles Gute! Alles Gute an Hansi und an Alfred. Jetzt müssen wir uns alle eilen, dass wir dann im Zollio noch mehr 80-Jährige haben. Aber umso besser ist, dass wir noch ein paar Glorne da haben, nämlich ein Support. Und wir haben ja schon gesagt, der Levi Scher, der dort sitzt bei meiner Mami, der ist die Jüngste mit 15 Monaten. Alles Gute. Und der kommt jetzt auf den Film. Dann haben wir die Nele Spadana, soweit ich weiß vom Englisch, Efi, eine vierjährige Mädel. Und ich habe gehört, es sollte immer, es heißt Mia Tänzer Sophie. Aber es heißt Mia Sophie Tänzer. Alles Gute! Naja, und weil es so schön ist und Spaß macht, haben wir noch Nicole, unser jugendlicher Alexander Kampf, der viel mitgeholfen hat, schon an Pulis. Alexander, 15 Jahre, alles Gute, ne? Er ist schon 15, er ist kein Kind mehr, aber der Jüngste mit Jugendlichen. Da wünschen wir allen Jubilanten alles Gute und jetzt haben wir es, gute Unterhaltung, alles Gute, bis bald mal, bis nächstes Mal, tschüss.